Du findest mich dort, wo das Licht in der Dunkelheit ist. Ey, Leute, das ist so gruselig. Es ist so gruselig. Oh mein Gott, er kommt! Oh mein Gott, Leute! Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Weil er meine Worte in Lines. Creative Code für den Ripe. iCrimex OG. Ihr wisst Bescheid. Hey, Leute, Crimex hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Wir sind heute wieder unterwegs als Officer Crimex in GTA 5 und es passieren wieder ganz, ganz komische Dinge, meine Freunde. Ihr wisst es, wir untersuchen hier immer die ganz, ganz komischen Mordfälle. Ich meine, es war jetzt schon mal ein Horrorclown da, es war Esther, Kinder sind verschwunden und zurzeit passieren wieder komische Dinge in GTA 5. Lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und zwar, meine Freunde, hier draußen auf der Farm von der Familie Miller, auf der Farm hier draußen, da passieren zurzeit übelst komische Dinge. Die haben hier angerufen und haben hier nach mir gefragt, nach Sheriff Crimex, ihr wisst Bescheid. Und zwar sollen da zurzeit die letzten Nächte immer wieder das Vieh von denen verschwunden sein oder sogar die Kühe von denen getötet worden sein. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas Komisches dran ist oder ob irgendjemand nachts rumläuft und einfach Vieh abschlachtet. Aber wir werden das Ganze mal untersuchen. Alle aus dem Weg, Officer Crimex kommt. Zurzeit ist auch so übelst komisches Wetter. Das erscheint mir gerade echt schon wieder alles ziemlich komisch hier in GTA. Ohne Spaß, Leute. Ich meine, so ganz ist S ja immer noch nicht weg. Es könnte auch wieder der S-Clown dahinter stecken. Ich meine, der ist ja letztes Mal verschwunden. Und wir konnten ihn noch nicht so ganz aufhalten. Da hinten ist die Farm, Leute. Da hinten ist die Farm. Okay, hier sieht es auch schon übelst verlassen aus. Wo sind die? Oh, warte. Ich sehe schon. Okay, wir werden das mal abchecken. Hier liegen... Seht ihr das? Oh mein Gott, Digga. Alter. Okay, das ist echt unheimlich, Leute. Das ist echt unheimlich. Schaut euch hier mal das tote Vieh an, die ganzen toten Kühe. Mann, wer macht sowas? Wer schlachtet einfach hier Tiere ab, die nichts dafür können? Und der Farmer hat auch gerade gesagt, hat uns mitgeteilt, dass davor auch viel mehr Kühe da waren. Es waren 10 Stück. Wir zählen hier mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Kühe sind hier. Das heißt, 2 Stück fehlen. Wer hat die Kühe umgebracht? Und hat die mitgenommen, 2 Stück. Oder was? Vielleicht ist er wieder. Vielleicht ist S wieder da. Und hat 2 von ihnen aufgefressen. Okay, Leute, wir müssen unbedingt schauen. Wir müssen das auf jeden Fall beobachten, was da gerade abgeht. So, wir fahren jetzt aber erstmal wieder zurück zur Zentrale. Ey, da liegt jemand. Ey, hier liegt jemand auf dem Boden. Oh mein Gott, Leute, ich merke schon, es geht wieder los. Das ist Mrs. Miller. Das ist Miss Miller. Okay, Leute, okay. Jetzt wird's hier ganz wild. Ich muss den Mordfall melden, Leute. Jetzt ist nicht nur Vieh, was gestorben ist, sondern jetzt ist hier auch noch ein menschlicher Mord mit dabei. Das muss ich unbedingt der Zentrale direkt melden. Okay, meine Freunde. Wir haben den Funkspruch abgegeben. Da muss jetzt ein Krankenwagen kommen. Es ist übelst komisch, was hier gerade schon wieder passiert. Ich weiß echt nicht, was abgeht. Leute, ich finde das langsam echt unheimlich. Es stirbt Vieh. Jetzt ist sogar ein Mensch schon gestorben. Was kann das sein, Leute? Ey, was ist das denn? Was ist das denn da drüben? Hallo? Ey, was ist das, Leute? Seht ihr das auch? Was ist das denn? Okay, ich muss auf jeden Fall Verstärkung anfordern. Hey, stehen bleiben! Runterkommen da oben, runterkommen! Wer oder was bist du? Wer oder was bist du? Hast du Miss Miller umgebracht? Komm da jetzt runter, Junge! Hä? Ey, Leute, wo ist er hin? Er stand... Habe ich mir das gerade eingebildet? Ihr habt es doch auch gerade gesehen. Der hatte so einen komischen Sirenenkopf oder so. Das waren so 2 Sirenen an der Seite. Und auf einmal habe ich so ganz komischen Ton gehört. Alter, das ist echt ganz, ganz komisch, was hier gerade passiert. Warte mal, hat der vielleicht da oben irgendeine Botschaft da gelassen? Das kann nicht sein. Ich muss ihn stoppen. Ich weiß nicht, wer oder was das ist, Leute. Aber wir müssen ihn stoppen. Wir müssen ihn stoppen, dass hier nicht noch mehr Leute sterben. Kommen wir hier irgendwie hoch? Hat er vielleicht eine Botschaft für uns da oben auf dem Dach da gelassen? Warte mal. Da muss man doch irgendwie hochkommen. Der ist doch auch hochgekommen. Oder es ist halt nicht mal ein Mensch, der dahinter steckt. Ich weiß es nicht, Leute. Warte mal, wenn ich mein Auto hier hinstelle, kann ich vielleicht da draufklettern. Vielleicht steckt auch S wieder dahinter, Leute. Ich weiß es nicht. Oder es ist eine ganz neue Kreatur. Okay, wir parken jetzt unseren Wagen mal hier. Okay, hört ihr die Sirenen? Da kommt auch schon Verstärkung, Leute. Sehr, sehr wichtig. Ich habe gerade Verstärkung angefordert. Weil ich habe gerade echt Gänsehaut, Leute. Das ist übelst gruselig gerade. Okay, hier hat er gerade gestanden, dieser Siren Head, Leute. Was ist hier? Hier liegt Papier. Ey, ist hier Blut dran? Okay, es sieht aus, wäre hier irgendwie Blut dran an dem einen Ding.
Okay, warte mal, wir müssen mal kurz lesen, was hier steht. Bald ist alles vorbei. Es hat gerade erst begonnen. Du findest mich dort, wo das Licht in der Dunkelheit ist. Ey, was meint er denn damit? Was meint er denn damit? Du findest mich dort, wo das Licht in der Dunkelheit ist. Und bald ist alles vorbei. Ich glaube, Siren Head will noch mehr Leute umbringen, Leute. Ey, ich habe keinen Plan, wie wir ihn stoppen können. Lass mich überlegen. Wo, was in GTA 5 bringt Licht in die Dunkelheit? Ey, ich hätte da so eine Idee. Ist hier draußen nicht ein Leuchtturm irgendwo an der Küste? Vielleicht meint er den Leuchtturm damit. Dort ist doch damals auch mal diese Frau gestorben in der GTA-Story, wo der Geist auf dem Berg steht. Und ein Leuchtturm bringt Licht in die Dunkelheit. Vielleicht können wir ihn am Leuchtturm stoppen. Vielleicht ist das die Quelle seiner Macht. Okay, komm, schnell, schnell, schnell. Wir müssen da direkt hin, bevor es dunkel wird. Okay, wir haben den Standort schon markiert. Ich habe echt ein bisschen Angst, was passieren wird. Wir machen wieder die Sirene an, Leute. Okay, wir werden jetzt zu dem verlassenen Leuchtturm fahren, wo der Geist von dieser toten Frau ist. Ey, Real Talk. Leute, Real Talk. Ich habe gerade so Gänsehaut. Auch die... Ey, wir verfolgen hier einfach gerade so ein Easter Egg, Leute, in GTA 5. Siren Head. Ja, ja, warte, warte. Ich glaube, wir sind richtig. Habt ihr das gerade gesehen? Hier war so ein Leuchtturm. Ja, genau, genau. Zu diesem Leuchtturm. Aber warum? Warum taucht dort Siren Head auf? Vielleicht hat er damals die Frau umgebracht. Oder Siren Head ist der ehemalige Mann von der Frau, die gestorben ist. Man weiß es. Okay, da hinten ist es. Da hinten ist es. Warte mal, wer ist eigentlich das Auto hier vor uns? Wer ist eigentlich das Auto hier vor uns? Hat der vielleicht irgendwas damit zu tun? Vielleicht ist Siren Head ja auch nur ein Kostüm und er versteckt sich halt hier als irgendwas. Hallo, allgemeine Verkehrskontrolle. Allgemeine Verkehrskontrolle, einmal bitte aussteigen. Hey! Ich hab gesagt, aussteigen, Junge! Okay, wisst ihr was? Ich denke, wir sollten hier besser so eine Verkehrsblockade machen, damit wir hier nicht noch mehr Besuch kriegen. So, hier keine Durchfahrt. Okay, wir gucken mal auf die Uhr. Oh, ist schon 6:30. Es wird bald dunkel. Und da vorne ist der verlassene Leuchtturm. Allein dieser Baum, der da steht, sieht so gruselig aus. Oh mein Gott. So, wir schauen mal. Vielleicht wohnt ja hier noch jemand in dem Haus. Irgendwas hier muss es damit zu tun haben. Habt ihr das gerade da hinten am Leuchtturm gesehen? Habt ihr das gerade da hinten am Leuchtturm gesehen? Da ist doch gerade irgendjemand da oben runtergestürzt. Warte mal. Da liegt doch schon wieder jemand. Ist das hier Siren Head? Ist hier gerade Siren Head runtergefallen? Das... Oder was ist das hier für ein Wesen? Ich glaube aber, Leute, Siren Head ist noch nicht tot. Das kann es noch nicht sein. Hallo? Hey, 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 warum rennt ihr weg? Habt ihr da hinten was gesehen oder was? Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen da oben auf den Berg, da wo auch der Geist um 0 Uhr nachts erscheint. Was ich mich jetzt aber frage, meine Freunde, warum sind die da hinten gerade weggerannt? Ich brauche irgendeine Waffe mit Taglight. Warum sind die da oben, da hinten gerade weggerannt? Das müssen wir mal untersuchen. Leute, dieses Haus, auf dem Haus hier liegt, glaube ich, auch ein Fluch. So viel, wie hier schon passiert ist. Das sieht so unheimlich aus da oben. Ich glaube, wir müssen da oben auf den Berg, um ihn zu finden. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, okay, okay. Das ist nichts für schwache Nerven. Überdeck das. Cutter, überdeck das. Das ist nichts für schwache Nerven hier. Siren Head war hier und er hat hier ein Opfer nieder... Warte mal, hier sitzt jemand. Was hast du damit zu tun? Was hast du damit zu tun? Vielleicht steckt er hinter Siren Head. Bleib liegen. Vielleicht können wir von ihm was rausfinden. Bleib stehen! Ey! Ey, 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 hallo, 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 stopp! Jetzt ist Endstation für dich! Was? Digga! Ey, er will mir abhauen! Ey, im Endeffekt könnte vielleicht er einfach nur als Siren Head verkleidet sein. Digga, wo ist er hin? Wo ist er hin? Hallo, wo bist du? Er ist einfach weg. Das kann doch nicht sein, dass er einfach weg ist. Okay, Leute, langsam wird es hier auch echt dunkel. Okay, ich habe hier gerade echt ein bisschen Angst. Ihr hört auch... Was ist das die ganze Zeit für ein Sirenengeräusch? Warte, es taucht gerade wieder auf. Es taucht gerade wieder auf, das Sirenengeräusch. Ich habe das Gefühl, irgendwie, es kommt hier oben von dem Berg. Hallo. Ist da oben irgendwas? Hey, da oben ist er! Da oben ist Siren Head! Okay, man kann ihn nicht töten. Man kann ihn so nicht töten. Wir müssen da hoch, Leute. Wir müssen da hoch. Wir müssen ihn stoppen, bevor er noch mehr Leute auf dem Gewissen hat. So, schnell ins Auto. Es wird auch so dunkel hier. Er hat gesagt, da wo Licht in der Dunkelheit ist oder so. Wir sind hier auf jeden Fall richtig hier. Es wird hier langsam echt sowas von unheimlich. Es ist so dunkel hier. Da oben auf dem Berg stand er. Wir müssen da irgendwie hochkommen, um ihn zu stoppen. Wir werden ihn aufhalten. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Aber es werden keine unschuldigen Menschen mehr dabei draufgehen. Da oben ist er! Ich sehe ihn, Leute. Okay, Leute, wir sind jetzt oben.
Er muss hier sein. Da vorne ist er. So. Hier bist du also. Jetzt ist Endstation für dich. Jetzt ist Endstation für dich. Was willst du? Ey, Leute, es ist so gruselig. Es ist so gruselig. Hallo. Wer oder was bist du und warum tötest du hier alle Leute? Leute, wir müssen es beenden. Ich werde es beenden. Okay, wir haben ihn niedergeschossen. Wir haben ihn niedergeschossen. Okay, wir müssen alles draufhauen, was wir haben. C4, ich werde C4 auf ihn werfen. Okay, okay, das kann er nicht überlebt haben. Er liegt. Er liegt da so. Ich werfe nochmal sicherheitshalber C4 drauf. Okay, Leute, das kann er nicht überlebt haben. Das kann er unmöglich überlebt haben, Siren Head. Okay, Leute, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Oh mein Gott, er kommt! Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott, er verfolgt mich, er verfolgt mich! Hey, lass mich in Ruhe! Oh mein... Ey, hallo, hey! Hey, 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 hey! Ja, jetzt rennst du weg, hey, jetzt rennst du weg! Alter! Alter, Bruder! Ist er jetzt diesmal wirklich tot? Nochmal sicherheitshalber C4 draufwerfen. Okay, okay, ich glaube... Ich glaube, diesmal ist er wirklich tot. Oh mein Gott. Ist hier nicht auch dieser Stein, wo gleich der Kai spawnt? Ey, Leute, ich hab so Gänsehaut, mir ist so gruselig. Ich glaube, wir haben ihn besiegt. Ich finde, wir sollten ihn am Ende noch verbrennen. Ich finde, wir sollten ihn noch verbrennen, damit er nicht nochmal zurückkommt. Wir werden Molotow-Cocktails auf ihn draufwerfen. So, Siren Head. Wir haben dich wieder aufgehalten. In diesem Sinne, meine Freunde, würde ich sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe natürlich immer, es hat euch gefallen. Wir haben Siren Head gestoppt. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr auch nicht Siren Head begegnen wollt. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.